alten französischen Evian-les-Bains zwischen den Alpen und dem Genfer See gelegen, wurde bei der Evian Championship die Nachfolgerin von Titelverteidigerin Inbee Park gesucht. Golfpost zeigt die Highlights der Finalrunde. Am Ende eines ereignisreichen Turniers war es Susanne Pettersen aus Norwegen, die sich als Premierensiegerin in die Geschichtsbücher des erstmals ausgetragenen 5. Majors der Saison eintragen konnte. Los ging es am Donnerstag, allerdings weniger erfreulich. Der erste Tag fiel im wahrsten Sinne des Wortes ins Wasser. Umso abwechslungsreicher wurde es dann aber ab Freitag. Nachdem Sandra Gahl zum Auftakt aus deutscher Sicht noch mit einer 66er-Runde an der Spitze des Feldes auf sich aufmerksam machte, deutete vor dem Finaltag alles auf einen Dreikampf um den Sieg hin. Lydia Ko knows history's in her grasp as she bids to become the youngest ever major winner. But it's Mika Miyazato still in front, looking for a wire-to-wire victory. She backed up her opening 65 with a 69. Looking to follow in the footsteps of I, could another Miyazato be on the... Mika Miyazato aus Japan verabschiedete sich allerdings mit Bogies schnell aus dem Titelrennen. Spätestens nachdem sie auf der 7 den Ball einfach nicht aufs Grün bekommen wollte und erst zum Triple Bogey puttete, waren alle Hoffnungen dahin. Im Clubhaus lag sie schließlich bei Even Par auf dem geteilten 19. Platz. Okay, that's when you start shaking a little bit when you've done it for the second time. Deutlich besser lief es hingegen für Susanne Pettersen. Mit einem perfekten Annäherungsschlag auf der dritten Bahn und einem anschließenden Birdie-Putt ging die Norwegerin früh im Finale in Führung. Trotz zwischenzeitlicher, schwieriger Situationen ließ sie sich nicht aus der Ruhe bringen. Ihre gute Form unterstrich die Skandinavierin durch viele sehenswerte Schläge. Mit diesem langen und präzisen Putt am 8. Loch verbesserte sich die Norwegerin am Ende der Frontline bereits auf 9 unter Par. Einzig die erst 16-jährige Lydia Ko aus Neuseeland konnte dagegen halten und duellierte sich auch dank Schlägen wie hier an Loch 1 mit anschließendem Birdie-Putt mit Susanne Pettersen im Kampf um den ersten Major-Titel auf dem europäischen Festland. Susanne Pettersen enjoying the green at 18. In einem spannenden und über weite Strecken hochklassigen Duell setzte sich Susanne Pettersen im Endeffekt aber mit 2 Schlägen Vorsprung vor der erneut stark aufspielenden Amateurin aus Neuseeland durch. Mit diesem Erfolg sicherte sie sich den 2. Major-Titel ihrer Karriere. Leider nicht unter den Top 10 konnten sich am Ende die 3 deutschen Starterinnen platzieren. Die Best von ihnen war Sandra Gahl auf dem geteilten 19. Platz, Caroline Masson wurde 37. Leider bereits am Cut gescheitert, war Ann-Kathrin Lindner. Das war auch schon wieder Golfpost von den Evian Championship aus Frankreich. Am 1. Oktoberwochenende meldet sich Golfpost wieder von der Rainwood LPGA Classic aus Beijing.